Da draußen. Danke für die Unterstützung. Immer schön kommentieren und so weiter und so fort. Lasst ein Abo da und weiß was ich noch alles. So, jetzt auf jeden Fall kommen mal wichtigere Sachen. Wir wollen uns hier noch ein paar Kleinigkeiten bauen. Und jetzt muss ich bloß noch gucken, dass ich nicht die falsche Variante treffe, weil wir brauchen dazu noch ein paar Wege. Ganz gerne mal drehen. Zack. Ist ja kein Problem für uns, das Ganze zu bauen. So, jetzt will ich eine Dreifachschleuse. Eine Vierfachschleuse ist noch viel besser als eine Dreifachschleuse. Ups, das war falsche. Ich hab gewechselt. Zack, zack. So, eine Vierfachschleuse ist besser für uns. Hallo? Ich sehe gerade eine Dreifachschleuse. Hätte es auch getan. So, für was wir das Ganze hier jetzt gerade bauen, ist ganz einfach im Prinzip. Da wir hier. So, wo wir es haben. 30 Seconds. Danke, ich will mal ganz gerne. Was ist denn heute los, Leute? Ich verbaue mich hier die ganze Zeit. Sodala und mal ganz kurz Luft holen. Mal Luft holen. Nochmal Luft holen und zack, wurde da. So, da, wir wollen ja heute eine schöne Sache bauen. Und zwar unser Tauchdock. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo langsam für was das ist. Und ich will das ganz gerne hierher bauen. Ob das dahin passt, ich hoffe es. Okay. Das lässt sich auch nicht drehen. Das heißt, wird doch schwieriger als erwartet. Ich will das aber auch nicht in irgendwelchen Wänden drin stecken haben. Das wäre auch nicht so nice. Kann das wirklich jetzt nicht drehen? Komm, dreh dich. Beweg dich, hallo. Ah, hier würde es sich bauen lassen. So, das könnte dezent schwer werden. Okay, ja, probieren wir mal schnell das hier ein bisschen anders dazu bauen. Müssen wir, wie es ausschaut. Noch einmal in die Richtung, bitte. So, da, jetzt hat einmal ein. Die Richtung hier, zack, zack, zack. Uns viel Kupfer. 30 Seconds. Uns viel Kupfer, 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 Kupfer. Welcome aboard, Captain. Nicht Kupfer, sondern Titan, oder? Halt, stopp, ja, Titan war's. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Machen das schnell fertig. Und so, jetzt möchte ich ganz gerne dahinter dann ins nicht Scanner rauf, sondern unsere kleine Station haben. Ich habe auch gelesen, dass man sich dann was herstellen kann, also dass man sich dann Upgrades herstellen kann. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht. Ich würde mich freuen, wenn das stimmt. Geht immer noch nicht. Heide nei. Hier wird's gehen. Da muss ich noch ein bisschen weiter weg. Ich frage mich, warum ich so weit weg muss. Das ist krank. So. So. Oh, nochmal eins, komm.
So, aber jetzt, komm, das muss jetzt funktionieren. Ich hoffe, es ist dann auch verbunden. So, jetzt hat braucht man Titanbarren. Barren, Barren, Barren. Ich glaube, ich habe nur ein, zwei davon oder so. Muss ich schauen. Dann stellen wir uns halt schnell mal welche her. Auch nicht gerade das größte Problem. Aber jetzt kurz, Leute, ich muss schon meine Shisha. Hier, zack. Zack. Sag mal, habe ich das alle verbraucht oder was? Ich habe wirklich alle meine Titanbarren verbraucht, Leute. Puff. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3. So, 9 Stück dürften reichen. Warum geht das nicht? Okay, hat ein zu wenig. Upsilö. Egal. Dann verhungere ich halt mal eine Runde. So. Jetzt tun wir das mal schnell einlagern, dass wir das auch wieder haben. Nicht, dass wir das irgendwie durch ganz komische Weisen verlieren. Doch, dass ich sterbe. So, einfach mal schnell alles eingeordnet. Die können wir auch schnell da reinschmeißen. Komm. Machen wir schnell was zum Essen. Ja, komm. Machen wir schnell was zum Essen. Was? Ach, komm. Muss ich ja später wieder Tierchen farmen. Ich habe das falsche Tier gemacht. Müll. Keine Energie. Oh, unsere Energie ist gerade auf Null gesunken. Emergency power only. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Also ich sollte eine Nacht nicht herstellen, Leute. Es ist mal ganz... War da. Power restored. All primary systems online. Welcome aboard, Captain. Gehen wir mal... Vielleicht können wir damit irgendwie Energie herstellen, wenn wir das anleuchten. Hier das? Naja. Nicht so dolle. Aber was essen und fertig. So, Dollar. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich hab's glatt vergessen. Genau, jetzt weiß ich es wieder. So, einmal schnell dahinter. Wir brauchen irgendwas, was uns Energie liefert, auch in der Nacht. Mal überlegen. Muss man später mal schauen, was uns alles so Energie liefern würde. Auch für die Nacht. So, das dürfte reichen. Ja, wie es ausschaut, zieht unsere Basis ordentlich Energie weg. Mittlerweile brauchen wir dann dementsprechend Energie. Muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich vielleicht mehr Energie herstellen kann. Stellen wir mal ein bisschen was davon her. Komm. Wie viel habe ich davon aufgesammelt hier? So, schauen wir mal, was wir jetzt noch so als allerletztes brauchen. Irgendwas war es ja noch. Blei. Blei habe ich, glaube ich, auch noch. Irgendwo in irgendwelchen Kisten. Blei, 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 Blei. Zack, zack. Nehmen wir mal zwei Stück raus. So, Titanbarren brauchen wir auch noch einen. Dazu müssen wir ganz kurz mal Titanfarmen gehen.
dürfte aber nicht das große Problem sein. Weil Titan ist ja hier nicht unbedingt gerade selten. So, damit haben wir schon ein bisschen Titan. Spielekt, hallo? Okay, ich spiele gerade ganz kurz geleckt. Den Pirsche ihre Nähren ist immer schön Schrott. Falls jemand sich fragt, wie kommt man schnell an Blei oder Kupfer oder was auch immer. Nicht Blei oder Kupfer, upsi. Nein! Geklaut! Sodalei, was haben wir denn hier noch in der Nähe? Hier findet man auf jeden Fall immer solche Stückchen und diese Stückchen, daraus kann man Titan machen. Nicht Blei, sorry, Titan. Allerdings muss man auch damit rechnen, dass die anderen angreifen. So, vielleicht da was zum Scannen drin. Sag mir doch bitte ja. Danke. Kriegen wir auch noch ein bisschen was her. So, wie viel haben wir? Zwei. Ja, ungefähr. Noch ein bisschen brauchen wir. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Sauerstoff neigt sich auch schon wieder am Ende zu. Da gucken wir mal ganz kurz, was das alles bringt. Zack, Ressourcen. Hier kriegen wir jeweils 4. Das dürfte man eigentlich haben. So, da la. Naja, tun wir dann auch Flüssigkeit, das brauchen wir jetzt gerade gar nicht. So, Titan haben wir dabei, das haben wir dabei. Barren haben wir dabei. Davon brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel. Ah, muss ich doch von draußen machen. Mano. Schauen wir noch ein letztes Mal nach, ob wir jetzt alles haben. Ja. Wir haben unser Tauchdock. Wir haben unseren Tauchdock. Yay! So, da la. Hoffentlich verbindet sich das Ding auch gleich. Yes. So, jetzt mit dem Tauchdock können wir irgendwie unten reinfahren, oder? War das so? So, jetzt kann man hier reinfahren. Oh, 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 ey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hallo? Was ist? Halt doch nicht auseinander. Oh shit. Versteckte Wände waren es, oder? Was man braucht. Hier, da. Lithium. Ah, scheiße, wo krieg ich denn das her? Meine Base füllt sich mit Wasser. Oh no! Scheiße! Okay. Seemotti, es tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Hier können wir nicht drin bleiben. Hier geht unser Schiff. Wir bekommen das ja wieder, wenn wir es abbauen, oder? Hoffe ich jetzt mal. So, lass mal das jetzt mal. Okay, wir brauchen verstärkte Wände, sonst bricht uns das ganze Ding hier komplett zusammen. So, die Frage ist jetzt halt, wo bekommen wir Lithium her?
Frage. Die Basis steht gerade dezent unter Wasser. Integrity restored. Draining systems initiated. Okay, damit habe ich jetzt halt echt nicht gerechnet. Seek fluid intake immediately. Dass uns alles hier so zusammenbröckelt. Sauerstoff. So, war es das wieder gerettet, oder? Gerettet. Doch nicht. Ja, Fischchen, hier würdet ihr euch jetzt gerade wohlfühlen. Komm, der Basis war unter Wasser. So. Jetzt ist die Frage, wo bekommen wir das her? Wo bekommen wir dieses Erz her, Leute? Wo? Keine Ahnung, Leute. Null. Wollen wir jetzt erstmal, ich würde mal sagen, einlagern. Ups, ich wollte einlagern, nicht. Ja. Dezent verkackt. Wir gehen einfach mal zu diesem Treffpunkt. Dahinter. 1500 Meter entfernt. Uff, das wird der Strecke. Ich werde mal das ganz kurz überhupfen. So, Leute, hier angekommen auf der Insel. Ups, ich habe mein Wort hinterher graben lassen. Und was ist jetzt hier? Ist ja gar nichts. Außer PDA sehe ich gerade. Upsi. So, da war jetzt PDA. Integrating new PDA data. We have to board the Aurora. Repair the long range comms. Make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keen. Alles klar, Leute. Alles klar. Rendezvous was a failure. We intercepted the transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan class predator before we could reach the ship. Okay, schau mal, wie tief hier untergeht. Lost at sea. Be safe. Keen. Out. Wow. Hier geht's ganz schön tief runter. Hier ist langsam Boden zu sehen. Auf 300 Meter Tiefe. Auf 200. Dann geht's aber noch ein Stückchen nach unten. Können wir uns ja mal umgucken. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Oh. Oh Leute, ein cooler Fakt über diese Kreatur hier unten gibt es auch.
Das ist ein richtig cooler Fakt über diese Kreatur. Das ist für die Seewanderer. Denn egal wo die auftreten, es werden unter denen Fragmente irgendwas, alles mögliche hier. Ich zeig's euch einfach hier, bitteschön. Hier kommen ganz viele unterschiedliche Sachen farmen. Die, wo ich noch nie gesehen habe, die Materialien. Vielleicht mal Glück und wir kriegen hier unser Zeug raus. So, mal ganz kurz zum Motti. Es ist egal, wo die auftreten, man bekommt immer wieder mal bestimmte Items aus denen raus, was man normalerweise keine Ewigkeiten farmen müsste. Hier, ich glaube, Diamanten, Kupfererz und so weiter und so fort. Oh, nices Ding. Dreht er auf, mach mir Zeug. Wenn der Sauerstoff hier nicht so schnell weggehen würde, würde ich hier ewig bleiben. Ein Leben lang. Na, gibt's noch ein bisschen mehr, was du mir geben kannst? Also so geht Farmen einfach, Leute. So geht Farmen einfach. Hau mal ganz kurz. Zack. Waren die Motti, Mod. Oh. Shit. So, schauen wir mal, was sie so alles bekommen haben. Diamant, oh Leute, das macht einiges einfacher. Was ist das? Und wow! Leute, ich bin happy. Was will man mehr? Was will man mehr, Leute? Ich gehe nur ganz kurz schnell zurück zu unserer Base. Sodala, Leute, wir haben unsere Wand verstärkt und haben jetzt hat das hier bauen. Ich bin mal gespannt, was gibt es hier noch großartig zu sehen? Leider nichts, okay. Ich dachte, ich kann hier auch irgendwelche Upgrades machen, aber derzeit, wie es ausschaut, nicht. Aber wir können dann in der nächsten Folge in die Aurora, denn wir können uns jetzt den Schneider machen. Damit können wir in Fragmente, genau. In verschiedene Monumente oder sonstiges eindringen, was von der Aurora übrig geblieben sind. Da können wir dann überall eindringen, Leute. Das wird so krank geil. Ich sehe gerade, hier kann man sogar zwei Sachen, oder? Nee, kann man hier bloß eine. Ja, hier kann man leider bloß eine Sache reinquetschen. Aber das ist nicht so schlimm, wir können uns zwei davon bauen. Hier können wir sogar noch unsere Upgrades machen. Und unsere Batterie können wir hier auch austauschen. Aber leider kommen wir da nicht ran und müssen ins Wasser. Okay, Simot hier hat jetzt auch ein eigenes Ding. Wir haben heute so viel gemacht, das ist richtig nice. Bloß unsere Energie leidet, leidet richtig darunter, es leidet krank darunter. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar mehr oben aufsetzen. Am meisten jetzt wird es dann wieder dunkel, da haben wir wahrscheinlich keinen Strom mehr in der Nacht, aber Hauptsache es ist nur in der Nacht und nicht am Dach. Dagegen werden wir uns noch was einfallen lassen. Aber was ist die Frage, das sehen wir dann noch. Sagen wir mal kurz gucken. Wir haben hier mal kurz, was ist das da? Hier. Die Luftpumpe. Hier war doch mal. Ah. Hier können wir unsere Fahrzeugerweiterung-Ding machen. Auch nicht schlecht. Und Bioreaktor. Den müssten wir vielleicht auch mal craften. Kabelsatz. Das können wir, glaube ich, herstellen. Machen wir uns, Leute, das machen wir noch schnell in der Folge. Ich glaube, für einen Kabelsatz, da war gar nicht so viel nötig. Ich glaube, zwei Stück hiervon für ein Kabelsätzchen. So, was brauchen wir noch? Kabelsatz. Titan haben wir auf jeden Fall. Schmiere haben wir auch. Ups. So, Titan haben wir nicht. Nice. Aber das. Oh doch, da haben wir drei Stück nochmal, aber. Titan.
Dann können wir gleich herstellen. Jetzt habe ich das Ding voll in der Fresse, geiler Bug. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich noch brauche, Leute. Titan und Schmiere, Schmiere, Schmiere war es ja auch. Schmierige Schmiere. Die haben uns hergestellt, da bin ich mir sicher. In irgendeinen Schrank reingeschmissen. Bin ich jetzt blöd? Läuft Schmiere ab oder so? Da, Schmiere. Ich muss auch gleich mal einen rausnehmen und mal schnell auf die Schnelle. Schnell, 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 schnell. Okay, die Folge wird wohl etwas länger gehen als die letzten, aber auch nicht so schlimm. Lieber ein bisschen länger spielen als zu wenig gemacht. Was ist es denn hier? Liegt jetzt nirgendwo da Schrott. Wollte schon gerade sagen, liegt jetzt hier nirgendwo Schrott rum. Das wäre so dementsprechend erniedernd gewesen. Das wäre einfach so scheiße, wenn das hier nirgends auf Schrott gewesen wäre. So, Titan, ohne Scherz, ihr geht farmen. Million Titan. Denkt euch so, ja, okay, was, warum, weshalb? Ich brauche doch gar nicht so viel. Ja, und jetzt im Endeffekt braucht man doch so viel. Das werde ich mir dann auch noch schnell auf die Schnelle erstellen. Aber nicht mit dieser Folge, sondern mit der nächsten Folge, was ich da erstelle. So, da, da. Zack. So, dafür brauchen wir jetzt wieder einen extra Raum. Einen extra Raum, einen extra Raum, einen extra Raum. Und ich hoffe, das wird nicht so viel kosten. Sondern dann. Das wird wahrscheinlich doch viel kosten, wenn ich es recht überlege. Wird es dann doch wieder mehr kosten, weil ich brauche ja erstmal eine Schleuse, wo da hinterführt, wo man das Ganze dann wieder setzen kann. Ich habe das alles so richtig beschissen gesetzt. So richtig beschissen einfach. Richtig dumm reingesetzt. Bin ich blöd oder bin ich blöd, Leute? Ja, ich bin blöd. Okay, Leute, egal, wir machen das in der nächsten Folge. Yo, immer lieben wir Royce, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergiss nicht zu abonnieren, einen Daumen hoch, um da zu lassen. Yo, und zu kommentieren.